Fragen wie möglich später beantworten können. Der nächste Vortrag ist ein tiefer Eintauch in die Mittelmanagement-Engine. Es geht um die Hardware-Ebene und es wird gehalten von Peter Boss. Bitte einen großen Applaus für ihn. Und herzlich willkommen aus der Übersetzerkabine. Dies ist die Übersetzung von diesem Talk. Ja, hallo. Kann jeder mich hören? Sehr schön, danke. Dann herzlich willkommen. Das bin ich. Ich bin ein Student an der Leiden-Universität und ich habe mich schon immer dafür interessiert, wie Sachen funktionieren, und wenn ich mir einen neuen Laptop gekauft habe, habe ich mich gefragt, ja, wie bootet das Ding eigentlich wirklich? Was passiert eigentlich am Anfang? Und dann habe ich mich an den Bootcode herangewagt und habe den durchgeschaut und habe festgestellt, da sind viele Sachen, die da nicht sein sollten, was zu Verwundbarkeiten in späteren Phasen des Boot-Prozesses geführt hat, was dann wiederum dazu führte, dass ich das herausgefunden habe. Und letztes Jahr habe ich hier herausgefunden, dass ich dann nicht der Einzige war, der das herausgefunden hat. Und wir haben das dann zusammen weiter erforscht und präsentiert bei der Hack-in-the-Box-Konferenz. Und dann habe ich mich auch noch die Management-Engine angeschaut und da gibt es schon viel Nachforschung zu. Größtenteils über das Dateisystem und spezifische Verwundbarkeiten, was aber immer noch ziemlich schwer gemacht hat, das überhaupt erstmal zu reverse-engineeren. Und deshalb dachte ich mir, das ist hier meine Outline, wie ich das hier vorstellen möchte. Ich habe es in drei Teile aufgeteilt. Der erste Teil ist einfach nur eine kurze Einführung in das Betriebssystem der Management Engine. Wenn man selber damit arbeiten möchte, dann sollte man wissen, was man da versucht zu reverse-engineeren. Danach möchte ich den Boot-Prozess ein bisschen beleuchten und die Rolle der Management Engine darin und auch, wie die Informationen verwendet werden können, um neue Firmware dafür zu programmieren oder noch tiefere Nachforschung anzustellen. Also zuerst, was ist überhaupt die Management Engine? Da ist ziemlich viele Unklarheiten gibt es darüber, dass es irgendwie eine Backdoor ist in alle Systemebenen. In der Realität, ob es eine Backdoor ist oder nicht, ob es Verwundbarkeiten hat oder nicht, basiert auf der Software, die darauf läuft, weil es ist ein eigener Prozessor mit einem eigenen Arbeitsspeicher. Es ist keine CPU, es sitzt in der Southbridge, aber es hat einen eigenen Speicher und führt eigenen Code aus. Und hier spreche ich über die 6. oder 7. Generation der Intel-Chips, und das sind die Motherboards, die man normalerweise hat, wenn man mit einer modernen Intel-CPU arbeitet. Also, ein paar mehr Details darüber. Die CPU basiert auf dem 804-86-Kern. Es ist ziemlich alt und wird immer noch heutzutage in fast jedem Computer benutzt, das ist ziemlich lustig. Es hat ungefähr 1,5 Megabyte RAM und auch einiges an eingebautem ROM. Es hat auch eine Hardware-Beschleunigung für Kryptographie, verschiedene Fuses, was so nur einmal beschreibbare Speicher, die halt dazu verwendet werden, um irgendwelche Sicherheitseinstellungen und Schlüssel zu speichern. Und die gruseligen Sachen sind eher, dass es Busse hat zu allen möglichen Sachen auf der Southbridge. Es kann den Arbeitsspeicher benutzen und es kann auch auf Netzwerk zugreifen, was es ziemlich gefährlich macht, wenn da eine Verwundbarkeit ist oder wenn es irgendwie gehackt wurde oder sowas. Und die Aufgaben heutzutage sind halt, den Computer zu starten und also den Computer zu verwalten, für Computer zum Beispiel. Da kann dann die Intermanagement Engine als ein Management-Controller arbeiten, um halt irgendwie zum Beispiel Fernsteuerung durch Tastatur und Bildschirm zu ermöglichen und halt eben Sicherheit, also es soll Bootguard, es soll die Firmware signieren und die Signatur sicherstellen, und es gibt auch ein Trusted Platform Module für die Firmware, und es gibt auch noch so eine Sicherheitsenklave, um halt sichere Operationen durchzuführen. Und auf der Software-Seite ist es ein angepasstes Betriebssystem von Intel,
Viele von denen sind aus Minix. Es wurde so ein Leer-Operativbetriebssystem, wurde davon abgewandelt. Es ist ein Microkernel-Betriebssystem. Ja, führt, das ist ein total angepasstes Format, die Binaries, die es ausführt, also ziemlich, ja, ein ziemlich kompliziertes System, wenn man sich das mal anschaut, auch wenn man sich das Betriebssystem anschaut, was darauf läuft. Es ist ziemlich Unix-ähnlich, was es einerseits sehr, ja, gewohnt anfühlen lässt, aber auch eigene angepasste, abgewandelte Teile hat. Ja, wir reden hier über die 6. oder 7. Generation von den Intel-Chipsets, also ja, Lewisburg ist die Server-Version und Sunrise Point ist die Customer-Version und es geht auch um die, wir werden noch, also die Laptop-Version davon heißen Intel Core Low Power. Das sind dieselben Chips, einfach nur auf einer anderen Platine. Tatsächlich habe ich die meisten Sachen, die ich hier bespreche, auf meinem Laptop getestet, aber also es macht keinen Unterschied. Das ist ein Lenovo T460 und die Version, die wir uns hier anschauen, ist die Version 11.0.0.1205. Ja. Ich muss das hier dazu sagen, ich bin nicht Teil von Intel, ich habe keine Verträge mit ihnen unterschrieben. Ich habe das alles gefunden auf Arten und Weisen, die ihr auch machen könnt. Ich hatte keine geleakten NDAs oder irgendwas. Es ist auch ein sehr großes Thema, da könnte es auch ein paar Fehler drin geben hier, aber ich habe natürlich versucht, es richtig zu machen. Wenn man damit anfangen möchte, so eine Management-Engine-Firmware anzuschauen, anzupassen und so weiter, muss man sich mit den Firmware-Dateien auseinandersetzen. Und ja, genau, wie kriegt man einen Code daraus? Es gibt Tools dafür. Es gibt viel Dokumentation dazu von irgendwelchen Leuten. Man kann quasi einfach ein Tool runterladen und es dagegen laufen lassen. Es ist sehr, sehr hilfreich. Bevor es diese Tools gab, war das noch viel, viel schwerer. Hier sind komprimierte Huffman-Tabellen drin und so weiter. Das heißt, das hat man nur rausgefunden, weil man Code Execution bekommen hatte. Aber das ist kein Problem heutzutage mehr. Jetzt kann man einfach ein Tool dazu runterladen. Das Intel-Tool, womit man diese Firmware generieren kann, die man im Internet irgendwo im Internet finden kann, hat Qt Resource XML Interface-Dateien und dort sind hilfreiche Spezifikationen der Dateiformate, die dort benutzt werden. Das ist ziemlich hilfreich. Wenn man sich so ein Image anschaut, dann hat es ein paar Partitionen, ein paar davon überlappen sich, manche sind für Daten, manche sind für Code. Hier haben wir erstmal NFTP, da ist das der Code drauf, MFS, da ist Lese- und Schreibzugriff drauf für die Daten. Dann haben wir Flog für Log, dann ein UTOG, ein Unlock-Token, was aber von Intel generiert werden muss, von Intel signiert werden muss, sonst kann man das nicht benutzen. Das ist also nicht hilfreich für mich. Und dann gibt es hier so einen ROM-Bypass, den gibt's, damit Intel neuen ROM-Code testen können. Das gibt's, das ist quasi dafür da, dass Intel darauf neuen ROM entwickeln kann, ohne es komplett zu neu aufzubauen. Es gibt ein paar Images, die die geleakt worden sind, und das wird uns auch später weiterhelfen. Dann haben wir hier diese Code-Partitionen. Die haben einige Dateien. Die sind nur Binaries, die keine Erweiterung haben. Es gibt hier Metadaten. Es gibt keine Header, nichts drin. Das ist nämlich alles in den Metadata-Dateien.
Man kann dieses UnMe11-Tool benutzen, um Textdateien daraus zu generieren. Ja, die Metadaten. Es ist ein Typ, Länge, Wert, Verzeichnis. Da gibt es verschiedene Informationen drin, wie ob etwas ein Datenmodul ist, ein Code-Modul. Es gibt Prüfsummen, auch ein bisschen kompliziertere Sachen, zum Beispiel Gerätetreiber, Tags oder ähnliches. Ich habe tatsächlich ein paar Sachen geschrieben, die sich mit diesen Daten beschäftigen. Hier gibt es zum Beispiel eine GitHub-Datei, die kompletten Definitionen enthält. All der Code auf der Management Engine ist signiert und verifiziert von Intel. Das heißt, man kann nicht einfach eine neue Binary nehmen und ihr sagen, hey, führ das aus. Das heißt, sie haben dort drin diese Fuses, um den Intel-Key zu hashen. Dann gibt es auf jeder Partition so einen signierten Hash für die Metadaten und dort drin ist ein Hash drin für die tatsächlichen Daten. Das ist nicht so kompliziert, das zu verifizieren. Ja, dann schauen wir uns mal so ein Modul an. Das ist eigentlich einfach bloß eine flache Binärdatei, eine reine Binärdatei. Die Metadaten enthalten Informationen, um das eigentliche Programm wieder zu konstruieren. Was hier interessant ist, ist, dass die Basisadresse, auf die das Programm geladen wird, ist normalerweise überall das gleiche, auch wenn es über Softwareversionen hinweg verschieden ist. Na gut, also, wenn wir jetzt mal uns das anschauen, dann tut man das in irgendeinen Disassembler oder so, dann zum Beispiel IDA, dann sehen wir das hier. Dann sehen wir hier, dass es lauter Speicher referenziert, auf welchen wir keinen Zugriff haben. Haben wir vielleicht das falsch geladen? Nein, wir haben es tatsächlich richtig geladen. Aber es gibt einfach viele Speichersegmente, die wir nicht haben. Dann schauen wir uns mal jedes davon an. Hier wird so ein bisschen gecallt, dann wird hier ein Pointer gepusht. Das sind dynamische Bibliotheken. Es liegt daran, dass man nicht überall seine C-Bibliothek reinlinken möchte, weil man bloß ein halbes Megabyte RAM hat. Hier, das ist hier die Hauptsystembibliothek. Das ist in der Flash-Partition. Das heißt, man kann einfach das laden und sich anschauen. Das ist erstmal ein Jump-Table hier. Da gibt es kein dynamisches Linken, sondern es ist einfach bloß ein Jump-Table. Die Shared-Library wird an eine fixe Adresse geladen, wie in den Metadaten steht. Und ein Prozess springt einfach dorthin, wenn er irgendeine Funktion braucht. Das ist ein normales Sys5-Calling-Convention. Das heißt, man kann das einfach mit den normalen Tools sich anschauen. Das ist kein komisches Register-Argument. Gedöns, sondern das kann man einfach tun. Es gibt zwei Shared Libraries. Es gibt die System Library, da hat man Zugriff zu, das kann man sich alles anschauen. Was macht diese Funktion, was liest es hier? Aber dann gibt es hier auch noch so eine andere große Bibliothek, die im ROM drin ist. Dort sind ein paar Sachen drin, die nicht direkt mit dem Kernel interagieren und so weiter. Die leben alle im ROM. Und das ist ungefähr, wo ich letztes Jahr war und
Und da konnte ich letztes Jahr nicht sagen, was ist diese Funktion, die ausgeführt wird, oder was mache ich? Und das ging irgendwie alles nicht. Aber es gab da so ein frühes Development-Build, und das heißt, das war sehr praktisch, weil dort viele Dinge konstant bleiben. Das heißt, egal, ob ich jetzt Server, Laptop oder so weiter Adressen hatte, die funktionierten auch auf den anderen Systemen. Das heißt, wir hatten hier diesen Jump Table und die Adressen bleiben ja fix. Später auf meiner Präsentation gibt es einen Slide mit den meisten Funktionen. So, das heißt, ihr müsst diese Arbeit nicht wiederholen. Jedenfalls. Ja, wenn man sich jetzt so ein einzelnes Modul anschauen möchte, wir können es jetzt hier reinladen und wir haben jetzt das gemacht, was ich gerade schon gesagt habe. Wir haben immer noch nicht die Datenbereiche, die hier referenziert werden. Und wir wissen nicht, was diese Funktion tut, aber es ist jetzt nicht so wichtig. Es gibt einfach nur irgendeinen Wert zurück, denke ich, aber es ist auch ein Wert, der gar nicht richtig benutzt wird. Aber es sollte einen Sinn haben, weil es ist ja schließlich da. Also schaut man sich auf den Entry-Punkt, den Eintrittspunkt an, und das Einzige, was hier wichtig ist, ist, dass an der rechten Seite des Bildschirms ist eine Liste von einem Minix-Repository, wo das schon mal disassembled, also reverse-engineert wurde, und es gibt einen wichtigen Unterschied, und zwar gibt es im ME-Modul ein bisschen Code, der schon vor den C-Library-Funktionen aufgeführt wird, und diese Funktion macht alle Initialisierungen, die spezifisch für die ME sind. Da ist ein ziemlich viel Zeug, was damit bezogen ist, wie diese Daten von der C-Bibliothek gespeichert werden. Weil da sind nämlich auch Datensegmente für die C-Bibliothek, die jetzt hier zugewiesen werden vom Kernel. Also jeder Prozess hat da seinen eigenen Speicherpunkt, und da kann man dann globale Variablen drin speichern. Aber wenn wir uns diese Funktion jetzt anschauen, eine der wirklich wichtigsten Dinge, die aufgerufen werden, ist diese Funktion, diese Subroutine. Und es ist ziemlich simpel, es kopiert einfach ein bisschen RAM. Also da sind keine initialisierten Datensektionen, es ist einfach nur ein flaches Binary. Also es ist einfach nur das BSS-Segment, das was mit Nullen gefüllt ist am Ende des Arbeitsspeichers, und da werden einfach jetzt Daten reinkopiert. Und ja, es ist Teil des Initialisierungscode, und ja, und das ist ziemlich wichtig, weil man muss halt eben auch in dieser Datenadresse muss man halt eben auch den letzten Teil des Binaries laden. Andererseits, sonst würde man halt eben diese Initialisierungsfunktion überspringen, und das würde zu Fehlern führen. Das ist die komplette Memory Map. So sieht der Speicher aus. Es ist 32-Bit-Adressierung. Und ja, man hat alles, was man suchen würde. Also es gibt auch einen Stack und alles. Es gibt ein bisschen Heap-Speicher, der schon zugewiesen wurde bei der Initialisierung. Ja, so sieht es prinzipiell aus, so wenn man das den Adressbereich von den Metadaten ableitet. Insbesondere das Datensegment und der Stack, deren Speicherort variiert ziemlich, weil es halt viele Threads gibt, und auch natürlich die Größe der Datensegmente variiert. Auch im Stack, da sind auch Metadaten drin für jeden Thread, aber ja, das sieht nicht der Prozess, das sieht nur der Kernel. Wenn man jetzt ein bisschen weiter geht und man schaut sich einfach einen Treiber an, das ist jetzt hier ein Treiber, der mit der CPU spricht. Wenn ich jetzt hier CPU oder Host sage, dann meine ich die CPU, also den großen CPU Skylake Kablet Prozessor, der das eigentliche Betriebssystem des Computers ausführt. Also das wird dafür benutzt, um Nachrichten an die Haupt-CPU zu schicken. Es macht ein paar Vorbereitungen, und dann ruft es einen Bibliotheksaufruf auf, dass es in der Hauptbibliothek ist. Und das liegt daran, dass Intel klug gedacht hat, und sie haben halt ein Framework entwickelt, um halt
den Gerätetreiber einzubauen. Also Gerätetreiber sind einfach auch nur Programme, die spezifische Schnittstellen aufrufen. Und dann gibt es halt normale Datei-Ein- und Ausgabe, wie nach POSIX-Standard. Also das war ja ganz normale Eingabe-Ausgabe-Funktionen werden da implementiert. Ja, es gibt auch mehr Initialisierung hier für die Libserver-Bibliothek. Und so sieht so ein Treiber einfach im Wesentlichen aus. Und dann gibt es diesen Eintrag. Ja, das ist niedrigerer Speicher, der eigentlich gar nicht benutzt wird. Die verwenden eigentlich nicht Standard-IO oder Printf oder so für ist-Debugging. Also es gibt halt wenig Speicher und es ist halt sehr primitiv. Deshalb verwenden sie ein Feature, das nennt sich Sven. Das sind die APIs, die man schon kennt. Es hat sogar POSIX Threads oder zumindest einen Teil davon. Ja, also eigentlich ja alle Funktionen, die man auf einer normalen Unix-Maschine erwarten würde. Also ja, da sollte man jetzt nicht so viel zu tun haben. Aber dann gibt es halt eben diese Tracing-Bibliothek, Sven. So nennt Intel die in allen Entwicklungstools, die man von der Intel-Seite herunterladen kann, im Prinzip. Ja, sie haben keine Format Strings oder so, sondern einfach nur eine Message Identifier, eine Nachricht Identifier und danach wird dann eben die Nachricht formatiert nach einer Bibliothek, die man nicht hat, weil Intel die für sich behält. Also die normale Version von den Intel-Entwicklerwerkzeugen hat so ungefähr 50 von den verbreitetsten Statusnachrichten, hat sie Formatanweisungen für. Aber ja, also wenn man sich diese Funktion anschaut und wenn man sieht, dass die einfach nur ein bisschen Debugging macht, ein bisschen Ausgabe macht, dann sollte man denken, dass die eigentlich gar keine Wichtigkeit haben, was da eigentlich genau passiert. Ja. Für die Gerätedateien, die sieht man in einem Manifest. Immer wenn der Kernel geladen wird, dann steht das da drin, dass immer wenn das Programm eine Schnittstelle bereitstellen möchte, dann hat die Metadatendatei so einen speziellen Eintrag und der besagt, ja, dass man eben diese Gerätedateien hat mit einem Namen und einem, ja, Berechtigung und halt eben auch, welche IDs das hat. Und ja, und der Host schickt es dann halt eben an die, wenn ein virtuelles Dateisystem, und dann hat man halt eben diesen Dateizugriff über die Datei. Und es gibt auch eine Bibliothek, die halt eine Schnittstelle bereitstellt für die Treiber, um darauf zuzugreifen. Und die sieht so aus. Es ist ziemlich simpel. Wenn man jetzt ein Management Engine Entwickler wäre, würde man einfach Open und Close aufrufen und dann, wenn eine Nachricht kommt, dann wird man sofort benachrichtigt. Also es macht es auch ziemlich einfach, das zu reverse-engineeren, weil man einfach sieht, ja, dass der Treiber, der lädt ein paar Rücksprungfunktionen und dann kann man sich überlegen, was diese einzelnen Rücksprungfunktionen genau implementieren. Und dann gibt es einen der merkwürdigeren Dinge, wie normalerweise die Programme auf ja in den Speicher gemappte Register zugreifen. Es gibt einen Haufen Funktionen, die haben irgendwelche Argumente, die wir nicht erkennen können. Also es hat irgendwas mit einem Offset, also mit einem Abstand zu tun oder so. Weil es halt mit Faktoren von 2 sich erhöht. Man denkt erstmal, es ist irgendwie ein Wert, aber das erste Bit ist irgendwie eine Magic Number oder so. Nee, da gibt es auch nochmal einen Bereich in den Metadaten. Da steht drin, welche Bereiche für welche Dateien zur Verfügung gestellt werden können. Also sie haben eine physikalische Startadresse und eine Größe und dann halt noch ein paar Flags. Und der Index in dieser Liste entspricht nicht direkt diesem magischen Wert, den wir gefunden haben, sondern da findet immer noch eine kleine Berechnung statt innerhalb der Funktion. Diese Berechnung könnte einem bekannt vorkommen. Ja, das sind die Funktionen, die es gibt. Und ja, der Wert ist so ein Bereichsselektor, ein Bereichsauswahl. Die haben halt keine Paging-Architektur, um die Prozesse voneinander abzutrennen, sondern sie haben halt geschützte Segmente und für jeden Speicherbereich gibt es halt so ein Segment und dann halt eben einen Selektor, der das beschreibt. Das ist halt ein bisschen komisch, weil warum sollte man
auf einem modernen System, was Minix ähnlich ist, sowas noch benutzen, aber ja, Intel hat es halt so weit erweitert. Normalerweise wäre der Adressbereich einfach flach. Jetzt können wir also uns Memory Mapped I.O. anschauen. Also, haben wir schon gemacht. Das ist so das... Was ist jetzt das große Bild? Also es gibt Message Passing, Memory Sharing, damit das auf der langsamen CPU schnell laufen kann. Dann, ja, wir können Nachrichten senden, wir können welche empfangen, wir können eine Nachricht senden und auf sie warten, auf die Antwort. Es ist hauptsächlich das gleiche wie in Minix. Es gibt so ein paar kleine subtile Änderungen, die wir uns später noch anschauen werden. Dann gibt es Memory Grants. Das ist etwas, was erst sehr kürzlich in Minix passiert ist. Da kann man Speicherblöcken Namen geben und das mit anderen Prozessen teilen. Da gibt es so ein kriegt so eine ID und die kann man zusammen mit der Prozess-ID benutzen, um das zu adressen, weil sie prozesslokal sind. Es kann nur von einem Prozess benutzt werden. Es sei denn, es wird für sich selber gegeben, aber das ist nicht so besonders hilfreich. Das sind hier die Operationen, die man damit machen kann. Man kann daraus lesen, man kann reinschreiben, aber halt nur über diese Funktionen. Also man kann nicht direkt darauf zugreifen, das muss über den Kernel gehen. Dann gibt es auch noch indirekte Grants. In Minix gibt es das hier. Ist zwar erst kürzlich passiert. Das ist zum Beispiel, wenn man etwas zum Dateisystemtreiber oder zum Server senden möchte, dann können wir Grants weitergeben, sodass wir uns Kopien ersparen. Dieser Grant kriegt die gleichen Rechte wie der Prozess, der es zuerst erstellt hat. Ja, da kann man natürlich keinen Schreib-Grant weitergeben, wenn man bloß einen Read-Grant hat. Dann gibt es auch ein paar sehr große Unterschiede. In Minix gibt es Dinge, wo man es zu Prozessen adressiert, dieses IPC, aber hier gibt es auch Dateien mit Dateideskriptoren und über die kann man IPC machen. So kann man mit einem Device-Treiber arbeiten, ohne zu wissen, was für eine Prozess-ID er hat. Der Kernel kümmert sich da um die Magie. Und dann gibt es hier ein Select, womit man den Kernel instruieren kann, dass man warten möchte, bis eine Nachricht reinkommt. Das ist eine der größten, der kompliziertesten Syscalls, den der Minix-Kernel hier bereitstellt. Das kann man größtenteils ignorieren. Und da kann man einfach schauen, welche Nachricht wird da empfangen und dann ist gut. Es gibt hier, man kann dem Kernel sagen, dass es bestimmte Memory Grants nicht auswappen soll. Ist alles nicht so kompliziert. Ja, das ist eigentlich das Wichtigste, was das Betriebssystem der Management Engine angeht. Die Hardware ist viel komplizierter,
weil, ja, den Code kann man natürlich irgendwie reverse-engineeren und dann verstehen. Die Hardware, ja, lass uns einfach sagen, es ist ziemlich schmerzhaft, sich das Reverse so wieder zurückzuentwickeln und anzuschauen, um halt irgendwie die Treiber zu verstehen. Also wenn man den Treibercode hat, aber man versteht nicht, was die Register tun, dann versteht man auch nicht, was ein Großteil der Programmlogik tut. Und wir wollen natürlich verstehen, was die Logik dahinter ist und was die eigentlichen Register eigentlich machen. Zuerst möchte man also möchten, welche physikalischen Speicherbereiche gehen, wo gehören wohin, gehören wozu. Die Metadaten, die Beispiele, die wir gerade schon gesehen haben, die hatten zwar einen Namen drin, aber die sind nicht in den Metadaten selber, also die sind nicht irgendwie beschrieben. Also man sieht einfach nur die physikalischen Adressen und die Größen. Aber es gibt ein Modul, und zwar das Bustreiber-Modul. Und das Bustreiber-Modul, ja, ist ein normaler Benutzerprozess, aber implementiert ja, PCI-Konfigurierungen und so und hat eine ziemlich nette Tabelle mit Namen für Geräte. Also wenn man Strings darüber ausführen lässt, dann sieht man diese Sachen. Also ja, ich war da ziemlich erleichtert, weil dann kann man sich wenigstens erklären, welchem Gerät in einem speziellen Programm gesprochen wird. Und der Treiber macht all diese Sachen, also Stromverwaltung, Konfigurationen, die verschiedenen Zugriffe auf die Busse und Eingabe, Ausgabe, und es sorgt dafür, dass der Treiber nie diese ganzen Details kennen muss, sondern der Treiber fragt einfach nur ein Gerät an und der Bustreiber sagt dann einfach nur, hey, hier ist jetzt physikalischer Adressbereich, den man auch beschreiben kann und so. Also es ist halt eine Abstraktionsebene. Und es enthält ziemlich viel Informationen, weil ein ziemlich alter Bild für die Sunrise Project Architektur hatte ziemlich viele Debug-Ausgaben in diesen, auch wenn diese Format-Strings halt fehlen, da war ziemlich viel Information steckte da drin, und das sagt einem ziemlich viel. Und dann gab es auch diese Tabelle, die halt die tatsächliche Information über die Geräte und deren Namen enthält. Also habe ich da ein paar bisschen Dokumentationen draus erzeugt, dass ich es selber auch benutzt habe. Das ist diese Tabelle zum Beispiel, zumindest ein Teil davon. Das zeigt einem, welche Adresse der PCI-Konfigurationsspeicherbereich liegt, den Bus, welche ja, Chipset, Sicherheitsrichtlinien da sind, basierend auf den Flags, und sagt einem auch den Namen und ja, auch die Startadresse, um zum Beispiel in die Register von PCI-Geräten zu schreiben und so. Und der Management Engine hat ziemlich viel Zugang, ziemlich vieles ist zwar irgendwie ein bisschen geschützt, ziemlich also für die ME speziell, aber es gibt auch viel Zugriff auf andere Bereiche des Computers. Und ja, es gibt nicht viel Informationen darüber, das ist im Prinzip alles, was man da finden könnte. Da sind zum Beispiel auch ja, Slides von anderen Konferenzen, wo auch schon Vorträge dabei gehalten wurden. Da hatte ich jetzt keine Zeit, den Links reinzukopieren, aber die kann man sehr schnell googeln. Ich habe einen Emulator geschrieben für die Management Engine, also zumindest einen teilweise Emulator, der halt eben ME-Code ausführen und analysieren kann. Und der muss natürlich ein bisschen Hardware-Hintergrundinformationen kennen, und deshalb, da gibt es ein paar Dateien im Intel Debugger-Paket, die spezielle Versionen davon haben, sehr detaillierte Informationen über die Hardware von den Geräten, aber natürlich auch nicht alle. Und ich habe ein Tool geschrieben, was ein paar von den Dateien analysiert. Ich werde es nur veröffentlichen, damit Leute sehen, was ich so getan habe, aber es funktioniert nicht einfach so, es ist ziemlich unschöner Code. Und ja, es gibt auch ein anderes Tool von zwei anderen Typen, ich weiß nicht, ob man die Namen ausspricht, Goriachi und Emolov, die haben aber auch da was so programmiert, und das ist ziemlich nützlich. Und dann gibt es noch, die zweiten ME in Server Engines. Das ist quasi eine zweite ME, die einfach nur dafür da ist, dass der Hersteller da keinen Code reinschreiben kann, und es wird Innovation Engine bezeichnet, und es hat noch mehr Debug-Ausgaben, aber auch jetzt nicht super viele, aber im Prinzip vor allen Dingen eine Tabelle, die Registernamen enthält, aber die sind auch wieder sehr stark verkürzt und so. Also, ja, es gibt wenig Dokumentation, aber für das Pentium N und J-Serien Datenblätter, da findet man ziemlich viel Informationen, und sie haben ziemlich viel Daten aggregiert, die nicht in das
Handbuch gepasst hat, die ungefähr 20 Tabellen, die eigentlich gar nicht da drin sein sollten. Ja, zum Beispiel. Hier gibt es zum Beispiel ein Diagramm von dem Vortrag, den ich gerade erwähnt habe. Hier gibt es mal eine Übersicht über die ganzen Busse. Das ist nicht sehr präzise. Da habe ich mir die anderen Dokumente so angeschaut, um es besser zu verstehen. Das oben links verbindet sich zur echten CPU. Da gibt es noch ein paar mehr Blöcke, die Busbrücken sind für PCI Express oder ähnliches. Hier ist eine Menge los. Das hervorgehobene ist das der Speicher Memory Space von der Management Engine. Die Dinge, die in grün hervorgehoben sind, das ist ein bisschen komisch. Es sieht so aus, als hätte es hier zwei PCI-Hierarchien gibt. Ja, und die haben im Prinzip zwei Routen für die Konfigurationsbereiche. Da ist immer eine Busnummer drin, zwei komplett verschiedene Dinge. Jeder von denen hat einen eigenen Nullpunkt im Bus. Also das ist auch ziemlich komisch, weil es macht einfach keinen Sinn, wenn man sich anschaut, wie die Hardware entwickelt ist. Also das ist Teil, der auf dem primären PCI-Konfigurationsbereich ist. Der wird von über die Northbridge vom ME-Prozessor abgerufen und heutzutage wird es dann nicht mehr Northbridge genannt, weil es kein eigener Chip mehr ist, aber man kann den Namen noch weiter verwenden. Und es ist im Prinzip einfach ein Northbridge und halt, das ist eine Einheit, die darauf liegt. Und es gibt halt Zeug, das direkt an die Northbridge angesprochen ist, zum Beispiel der ROM und der RAM. Der Prozessor selbst ist von einem 486 abgeleitet, aber es gibt noch mehr. Was Sie können, das kann man auch in der CPU-ID sehen. Es ist der Core, für den es öffentliche Dokumentation gibt, was ziemlich gut ist. Das heißt, wir wissen, wie man damit mit JTAG rangehen kann oder so. Es gibt quasi nur für die Quark-CPU, die hier drin ist. Das ist sehr hilfreich. Es hat sogar einen offiziellen Port für den OCD, OpenOCD-Debugger. Das habe ich aber nicht gemacht, weil es da Probleme mit den Spannungsleveln gab. Es hat auch tolle Instruktionsset-Erweiterungen. Es gibt striktere Paging-Modes. Es gibt Interrupts, aber die werden nicht benutzt. Es gibt dort Logikanalyse, mit dem man sich die Signale anschauen kann. Und damit kann man sich die Signale anschauen. Das ist ganz hilfreich. Das Interrupt-System wird nicht benutzt. Es gibt nur nachrichtenbasierte Interrupts. Und dann gibt es die Northbridge. Die ist teilweise dokumentiert in dem Datasheet, was ich vorhin erwähnt habe. Es funktioniert, also es unterstützt den IO-Space, aber das wird nicht benutzt, es wird alles nur als Speicher verwendet, der Adressraum. Es hat eine IO-MMU für Transaktionen, die vom Rest des Systems kommen. Und in der Firmware, die ich mir angeschaut habe, ist es einfach das Umgedrehte vom Page-Table.
das dann für DMA. Es hat PCI-Konfigurationsraumzugriff. Es hat eine Firewall, die dem Betriebssystem erlaubt, IP-Blocks verhindern kann, dass sie einen Erfolg zurücksenden können. Also hier haben sie tatsächlich mal über Sicherheit nachgedacht. Das ist ziemlich gut. Dann gibt es hier den wichtigsten Block auf der CPU, ist die Crypto-Engine. Es kann so ein paar bekannte kryptografische Algorithmen machen, AES, SHA, und es hat einen sicheren Schlüsselspeicher. Darüber hat Intel nämlich schon ziemlich viel darüber erzählt auf der Black Hat in ihrem Talk. All diese Systeme haben DMA, Direct Memory Access. Das wird auch benutzt, um direkt von Speicher zu Speicher zu kopieren. Das wird in vielen Dingen benutzt. Das ist ein Diagramm, wo ich den Vektor-Datei nicht mehr habe. Deswegen ist da auch der Hintergrund von LibreOffice drin. Tut mir leid. Das ist das, wie das aussieht, wenn man sich den Signalbaum anschaut, über den ich vorher geredet habe. All diese Sachen in dem AES-Block können direkt auf Speicher zugreifen. Das heißt, sie brauchen dafür keine Kopien. Wenn man die Target-Adresse auf 0 setzt, dann wird es einfach kopieren. So wird dann die Krypto-Speicherzugriffe beschleunigt. Hier haben wir. Dann gibt es noch einen zweiten PCI-Bus. Das ist der PCI-Fix-Bus, so wie er in manchen Sachen genannt wird. Ich bin mir nicht sicher, ob es tatsächlich ein PCI-Bus ist, aber so verhält es sich. Es hat privaten DMI-Zeugs. Es hat die Implementation der sicheren Enklave. Es hat das Gen-Gerät, was bloß während des Bootens benutzt wird. Es wird eigentlich nur vom Bootrum benutzt. Dann gibt es die Fuses, die man auslesen kann, die von Intel gesetzt worden sind. Die kann man so auslesen. Es gibt den IPC-Block, womit man mit den Sensoren reden kann, für Power Management und so weiter. Also Interprozessor-Kommunikation, nicht Interprozess-Kommunikation. Dann gibt es das Controller-Interface, womit es der Host-CPU mitteilen kann, dass es kommuniziert. Und dann gibt es noch ein paar Statusregister, da kann die Management Engine reinschreiben und der Host kann dann lesen, wenn sie crasht oder so. Da kann man auch schauen, ob die Management Engine, wie der Bootstatus ist davon und so weiter. Da gibt es auch ein bisschen Core-Boot-Code, der das auslesen kann. Das habe ich auch auf dem Emulator implementiert, weil es ganz interessant ist, zu schauen, was diese... Dann gibt es hier diese primäre Adressübersetzungstabelle und das ist das, was mir ermöglicht, überhaupt erst diese PCI-Express-Schnittstelle vom Computer überhaupt darauf zu zugreifen. Und man möchte halt die Tabelle ME-Peripherals abrufen. Das sind halt Sachen, die außerhalb der Domain von der Management-Engine sind. Die werden dazu verwendet, um
ja, oder diese Tabelle darauf zu verwendet, um darauf zuzugreifen. Und es wird auch die UMA verwendet, was halt einfach ein Aria im Bereich von Hausvariablen ist, was einfach nur als Array dient für die Menschen mit Engine. Und da sind auch noch ein paar Fenster, die es der Menschen ermöglichen, ja, halt einfach einen zufälligen oder anderen Bereich abzurufen von Host zu Speicher. Weil die Speicherbereich im Host, da können wir einfach irgendwo hin zeigen und dann einfach jeden beliebigen Wert lesen oder schreiben. Und jeden oder beliebigen Wert in so ein Linux, was da läuft, da gespeichert hat. Das finde ich schon ziemlich gruselig. Und dann gibt es hier noch den Rest der Geräte. Ja, das ist halt eine Menge Zeug, das ist fürs Debuggen, all die normalen Peripheriegeräte, die so ein PC hat, aber halt auch Sachen wie die Stromver- Energieverwaltung und so, die halt zum Beispiel einzelne Teile des Computers steuert, die auch die Zeitgeber steuert und auch Rücksetzpunkte und so. Und es gibt ein Konzept, wo man darüber stolpert, wenn man Intel-Bedienungsanleitungen liest oder generell Management-Engine-bezogenen Zeug, und zwar sind es Root-Spaces, also Root-Bereiche. Es gibt halt für das PCI-Gerät auch noch eine Root-Space-Nummer und das bedient quasi, also ein einziges PCI-Gerät präsentiert quasi zwei getrennte Adressbereiche. Und manchmal ist halt irgendwie auf beiden Sachen die gleiche Information, manche sind aber auch komplett verschieden. Also das ist eine Sache, mit der man normalerweise nichts zu tun hat. Und dann gibt es noch dieses Sideband-Fabric. Also abgesehen davon von den ganzen Sachen, die ich bisher schon gesagt habe, diese ganzen PCI-ähnlichen Dinge, dann ist da noch was komplett anderes. Und zwar dieses Sideband-Fabric, was ein paketbasiertes Netzwerk ist, wo mal nicht irgendwie Speicherbereiche oder sowas verwendet, sondern es hat alles eine 1-Byte-Adresse für das Gerät. Und dann sendet man einfach eine Nachricht, wo steht, hey, ich möchte jetzt die Konfigurationsdaten oder Speicher lesen. Und da gibt es nämlich viel Infos drüber bei Intel. Haben scheinbar einfach ihre bisherigen Spezifikationen per Copy and Paste übernommen und so. Das ist, wie man das jetzt adressieren kann. Das sind all die Geräte, es sind ziemlich viele. Ja, wenn man ein Kernel-Entwickler ist, dann und schon mal mit GPIOs, also mit Eingabe-Ausgabe-Pins zu tun hatte oder mit Intel-Sockets, dann gibt es dieses USB-Gerät, was einmal ermöglicht zu sehen, welche davon zugegriffen werden. Da gibt es viele, viele Dokumentationen, aber die sind alle ziemlich schlecht. Und das wurde also ziemlich alle ausschließlich über statische Analyse gelöst und ja. Und damit halt rumzuspielen mit der Management Engine. Und es gibt diesen Vortrag von Ermelov und Gogirachi, der halt sagt, ja, man kann im Prinzip, sie haben oder ein Exploit gefunden, eine Sicherheitslücke gefunden, die haben ermöglicht, Code auf der Management Engine auszuführen, also sogar JTAG zu bekommen. Klingt ja erstmal schön, ist aber gar nicht so leicht, weil Code Execution, also Fremdcode auszuführen, ziemlich schwierig zu erlangen ist. Ja, sie haben jetzt nicht alles beschrieben, um das wirklich nachzubauen, aber wenn man das nachbauen möchte, dann wäre genau das, was man herausfinden müsste. Also man möchte herausfinden, wo der Stack liegt, man muss überlegen, man muss halt die Nachricht konfigurieren, die man bekommt, wenn man das abruft und so, und das halt dann irgendwie auch in einen Schreibzugriff umwandelt. Man muss halt herausfinden, welchen Rücksprungpunkt man hat und welche Adressen dazugekommen. Und man muss halt eben auch ROP-Einträge herausfinden, weil der Stack ja nicht ausführbar ist. Dann, wenn man das geschafft hat, dann kann man Debug-Zugriff aktivieren und eine beliebige Firmware runterladen. Ich hatte Probleme, das laufen zu lassen. Es dauert ein bisschen, das laufen zu lassen. Und wenn die Management Engine dann nicht funktioniert. Das heißt, man kann das nicht so richtig gut entwickeln. Ein paar Leute haben es geschafft. Das respektiere ich. Das ist wirklich, wirklich schwer. Dann habe ich das geschrieben, ME-Loader. Am Anfang habe ich das geschrieben, weil ich dachte, das mache ich so wie in Wine. Aber weil ME ein
MI ist ein Microkernel, das heißt, Dinge sind, Dinge greifen alle auf Hardware-Adressen zu und das heißt, ich muss das ein bisschen anders machen. Ich habe Features hinzugefügt, mit dem es zu echter Hardware reden kann. Ich kann das als einen Debugger benutzen. Ich benutze einfach GDB, um das zu debuggen. Dann habe ich im April das hinbekommen, dass es bis zum Bootstrappen, das mit dem Bootstrappen funktioniert bis zur Verwundbarkeit. Dann habe ich den Exploit entwickelt. Dann hatte ich einen Fehler gemacht und habe mein Home-Verzeichnis gelöscht, weil ich Change Roots aufgeräumt hatte. Hatte ich noch nicht auf GitHub gepusht. Das heißt, es war dann plötzlich weg. Und jemand anders hat es geschafft, den Exploit zu replizieren. Die haben was Ähnliches gemacht für Apollo-Chipsets, die ein bisschen anders sind als Intel Management Engine. Da war ich ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, weil ich nicht mehr der Erste war, der das repliziert hatte. Dann habe ich das meinen Loader weiter wieder dorthin entwickelt, wo er das hinbekommen hat, den Bootstrap-Prozess. Und dann habe ich auch den Exploit wieder hinbekommen. Dann habe ich das am Hackerspace ausprobiert und ich habe mir gedacht, das funktioniert doch niemals und dann hat es funktioniert. Das habe ich immer noch mit mir rum, trage ich immer noch mit mir rum, weil man das braucht, um die Debugger zu starten. Nur auf den Apollo-Chipsets kann man das für die Management Engine benutzen. Dann braucht man dieses Ding hier. Es gibt noch einen zweiten Kanal. Es ist zwar ein USB-Stecker, aber es nimmt einen kompletten anderen Stecker, ein anderes Protokoll dafür. Ich denke nicht, dass man das eigentlich kaufen können sollte, aber es ist auf Mouser erschienen. Glücklicherweise kannte ich ein paar Leute, die mich das benutzen lassen haben. Das ist ziemlich teuer, aber man kann es kaufen. Das ist der Link. Ich bin ein bisschen spät dran, aber ich möchte auch noch... Die Management Engine wird... Die Management Engine macht wichtige Dinge, um den Computer zu booten. Das heißt, wenn man es kaputt macht, man braucht es trotzdem, um den Computer zu booten. Die Management Engine hat so einen typischen Mikrokernel-Problem. Und dort, ja, das ist wie der normale Bootprozess eines Computers aussieht und das ist, wenn man jetzt Bootguard verwendet, da ist ein bisschen Code, der schon ausgeführt wird, bevor der Reset-Vektor erreicht wird und das wird von der Intel-Management-Engine ausgeführt und das passiert da im Detail. Die ME lädt den neue Firmware für den Strom, für die Energieverwaltung und sagt der Energieverwaltung dann bitte hör auf, jetzt hier den CPU-Reset-Pin zu verbinden und dann wird die CPU starten. Und der Power-Manager-Controller ist abgeleitet von der 8051-Architektur, führt immer noch ein Betriebssystem aus den 90ern ab und das ist der einzige String, den man in Binary findet, wenn man danach sucht, der da zitiert ist. Und abhängig von den Chips ist es entweder mit einem Patch oder mit einem kompletten Binary von der Management Engine geladen. Macht ziemlich viele Sachen, also nicht nur
macht auch den PCI-Schnittstelle, die Management-Engine macht genau diese Dinge, muss halt die Schlüssel lösen, laden für den Bootguard-Prozess, muss die Zeitgeber auf einrichten, muss die CPU mit Strom versorgen, muss halt eben auch PCI-Express-Zugänge zu konfigurieren und muss halt dann dafür sorgen, dass die CPU aus dem Ruhezustand kommt. Und da ist halt ziemlich viel Code, der damit zu tun hatte, und ich wollte das jetzt nicht alles statisch machen. Also habe ich Hardware zugeführt, den Emulator gemacht, und dann habe ich meinen Laptop tatsächlich so gestartet. Ich habe auch ein Video davon gemacht, aber da fehlt mir jetzt die Zeit zu. Also ich habe einen Prozess von der Management Engine, auf dem am Linux-System läuft, der sendet alle möglichen Befehle an den Debugger, und der hat einen tatsächlichen Management Engine Chip verwendet, der angehalten wurde, um die Registerzugriffe zu machen, und ja, es funktioniert. Und so konnte ich meinen PC auch tatsächlich zuverlässig starten. Und die Bootguard-Konfiguration ist ziemlich lustig, weil sie sagen, also sie laden halt die Schlüssel rein, und die Management Engine lädt sie aus den Fuses und lädt, speichert sie dann in Register, aber wenn man dann halt eben Zugriff auf die Registerzugriff hat, dann kann man natürlich auch trotzdem sowas wie Core Boot ausführen, selbst auf einer Maschine, auf der Bootguard läuft. Und das sind die Register, die Sicherheitsmodule, die die CPU sicherstellt für die Firmware, die das definieren, und ich werde den Code auch veröffentlichen nach meinem Vortrag. Das ist Teil von Python-Scripts, die ich verwendet habe in meinen Debuggern, um den Debugger zu starten, ohne DME-Firmware zu haben. Und ich habe halt die Schritte zurückverfolgt, und da ist ein Python-Script geworden, der es ermöglicht, den PC zu starten, ohne Intel-Management-Code zu starten. Wenn man das in einen AOP-Binary umwandelt, dann kann man den Computer starten, ohne die Management-Engine überhaupt zu verwenden. Also solange man das Betriebssystem davon ausführt. Ja, eine noch. Meine Ziele, ich möchte das nur kurz noch sagen, das ist mir ziemlich wichtig, weil wenn man auf Wing Zero kommt, durch diese Raubkette, dann könnte man seinen eigenen Kernel auf der Management Engine und dann könnte man eigene Firmware ausführen, zumindest ab der Verwundbarkeit. Man könnte auch modifizierten Chip bauen, der das Debugger-Interface von der Firma verwendet, und da muss noch ziemlich viel erforscht werden, aber ich werde hier beim Open Source Firmware Village herumhängen, zumindest einen Teil der Woche, und aber ich möchte da echt anfangen und eine Open Source Management Engine Firmware programmieren. Ja, und es gibt viele Menschen, die mir geholfen haben und die eine wirkliche Rolle gespielt haben, dass ich an diesen Punkt gekommen bin. Ich möchte vor allen Dingen auch den Leuten von meinem Hackerspace danken. Noobwaffle, er hat mir seinen Laptop ausgeliehen, um die Demo vorzubereiten, die ich jetzt gar nicht zeigen konnte, aber ja. Ich wollte fragen, ob es Fragen gibt, aber ich befürchte, es sind gar keine Zeit mehr für Fragen da. Ja, tut mir leid, wir haben leider wirklich keine Zeit mehr für Fragen. Ja, ich werde hier rumhängen. Das war die Übersetzung von Lucaro und Ipwin. Wenn ihr Feedback habt, meldet euch unter C3T auf Twitter oder Mastodon. Your talk will inspire many people to keep looking into how the management engine works and hopefully uncover even more stuff. I think we have time for just one single question. I don't know, do we have one from the internet? Thank you so much. Okay, first off, I have to tell you, your shirt is nice. Chad wanted me to say this. And they asked how reliable this exploit is, and does it work on every boot? Right, yeah, that's actually something really important that I forgot to mention. So they patched a vulnerability, but they didn't provide downgrade protection. If you can flash a vulnerable image with an exploit in it, it'll just boot every time on these chipsets. So 6th, 7th generation chipsets, put in that image, and it will reliably turn on the debugger every time you turn on the computer. Thank you so much for the question, and Peter Buss, thank you so much. Please give him a great round of applause.